Nein, wir befinden uns nicht etwa auf dem Trainingsgelände irgendeines Kreisligisten. Man mag es kaum glauben, aber auf diesem tiefen Geläuf trainiert der siebenmalige deutsche Meister 1. FFC Frankfurt. Und dennoch strotzen die Frankfurter Damen den widrigen Bedingungen. Die Mannschaft scheint auf einem guten Weg. Wir arbeiten super konzentriert mit der Mannschaft zusammen, mit dem ganzen Trainerteam. Und ja, merken eine Entwicklung, haben eine Tendenz nach oben auch. Die Leistungen werden immer besser und so wollen wir natürlich weitermachen. Wir wissen, dass wir noch nicht oben angekommen sind. In der Tabelle ist man allerdings sehr wohl oben angekommen. Mit 19 Punkten aus 8 Spielen führen die Frankfurterinnen die Bundesliga-Tabelle derzeit an. Zwar haben die Verfolger zum Teil weniger Partien absolviert, doch mit zuletzt 6 Spielen ohne Niederlage hat der FFC eine beeindruckende Serie hingelegt. Positiv zeigt sich vor allem das Mittelfeld. Neuzugang Simone Lauder wurde gut integriert und bildet mit Kim Kulik und Jennifer Maruschan eine starke Einheit. Zudem zeigt sich die ebenfalls zu dieser Saison nach Frankfurt gewechselte Sandri Pretigny treffsicher. Bereits 4 Tore stehen auf dem Konto der Französin. Seit Philipp Dahm am 3. Spieltag die Mannschaft von Sven Kalert übernommen hat, läuft es für den FFC. Der Aufstieg vom Co-Trainer zum Chefcoach ist für den studierten Sportwissenschaftler eine große Herausforderung. Ja, natürlich ist es Druck, aber den großen Druck macht man sich irgendwie selber. Man will ja auch Erfolg haben, man will es ja vorantreiben auch. Die Situation war mit dem Sven auch so ein bisschen prekär, weil wir nun mal halt Kumpels sind, vorher auch schon waren, aber auch immer noch sind. Daran sieht man auch, dass wir wirklich Kumpels sind. Und jetzt, das ist abgehakt mittlerweile, die Situation, warum da der Wechsel war, ist jetzt schon vollkommen weg. Wir gucken nach vorne und wir machen das alle zusammen und alle zusammen auch sehr gut. Ganz so rosig, wie es in der Tabelle scheint, waren allerdings nicht alle Saisonspiele. Neben einem Unentschieden gegen Aufsteiger Gütersloh am 5. Spieltag gab es vor 2 Wochen ein eher glanzloses 1:0 beim SC Freiburg. Sofort kam Kritik auf, der ohne Zweifel hochwertige Frankfurter Kader sei lediglich eine Zusammenstellung aus 11 Individualistinnen. Und jetzt muss man zu der einzigen noch ungeschlagenen Mannschaft der Liga, dem Tabellendritten VfL Wolfsburg. Natürlich sieht man da bestimmt 2 Mannschaften, die um jeden Preis gewinnen wollen. Da wird sich keiner mit irgendwas zufrieden geben und da wird auch keiner was verschenken. Die Wölfe sind derzeit in Torlaune. 11 Tore schossen die Frauen des VfL in den letzten beiden Spielen. Saisonübergreifend ist die Mannschaft seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Der 1. FFC Frankfurt wird sich trotz Aufwärtstrend weiter steigern müssen, um diese Serie beenden zu können. Doch mit einem Sieg in Wolfsburg wäre man auch weiterhin Spitzenreiter der Bundesliga.